Oh mein Gott, ich hab. Digga, ist das geil. Okay, ich habe also erforscht, was dem Slum-Theme von unserem Lager doch ein bisschen unterstreicht. Und ich lieb's. Okay. Ach du Heilige! Okay. Okay. Das Large Pellbelt passt nicht oben rein. Nein. Dafür müssen jetzt wirklich. Ich muss jetzt wirklich den Globus wegmachen. Ach Mann. Ach du Scheiße, Bro. Ja, ich will den besser hinstellen. Tommy, warum wir die Treppe nach oben nicht irgendwie auf der anderen Seite noch gemacht haben? Ach du Heilige, was ist das denn? Ja, ich kann mir helfen, das dauert 5 Minuten, ne? Und wir brauchen zwei davon fürs nächste Level. Zwei, oh, irgendein Da Pen müssen hilft wir uns. jetzt schon ein zweites Stockwerk bauen. Bro, der eine Kollege Wixen ist bei 2% Sanity. Was ist bei dem? Austauschen. Ich glaube, die müssen wir mal ganz kurz rausnehmen und It's wieder eyes are bloodshot, something's da wrong. rein. Bro, was geht ab? Von ihm habe ich schon gewechselt. Ja, vielleicht ist da irgendwo stuck? Aber der hilft uns ja gerade beim Bauen. Ah, ich wechsle den nochmal. Wenn du noch ein bisschen hast. Ja, ich hau noch mal her. Okay, und danach setze ich mich gleich daran, nochmal einen Stockwerk hier oder was ist jetzt? Es ist so scheiße. Ich meine, es sieht nach einem verdammt gemütlichen Bett aus, so ist es nicht. Jetzt die Frage ist, kann da mehr als ein Pell drin schlafen? Nein. Ich schau mal ganz kurz, wo der Kollege ist, der Bloodshot Eyes hat. Da ist er. Komm. Upset him went to bed. Ja, ich hab ihn jetzt gestreichelt und jetzt ist er bloß ein Upset. So, ich brauche nochmal zwei mehr Nägel, weil ich ja den. Ach, warte mal, ich mache mehr Nägel, weil wir brauchen ja für die Deko drin auch noch was. Los. Gott, wo war er denn? So, eine Wand können wir eh immer ohne Fenster lassen, weil da geht die Treppe zum nächsten Stockwerk hoch. Oh mein Gott, das ist so gut. Ich liebe es. Die Frage ist, ob die Pelz das so nutzen. Safe! Das machen die. Ich meine, was hält sie auf? Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was. Wenn Nacht wird, schauen wir mal, was passiert. Ob irgendjemand nach oben geht oder nicht. Ich meine, die ganz Fetten werden halt immer ein Problem haben, ne? Ja, ich glaube, warum Ich ist habe ein überhaupt viel hier in Problem. der Wand? Ich habe ein Problem. Kannst du mal die Treppe draußen abreißen? Die da? Ja, hier war ein Fenster davor und das wollte ich Ah, wegmachen. okay. Okay, jetzt kannst du wieder hin. Jo. Ja, ich habe mich gerade dümmer angestellt als. Das ist überhaupt nichts. Oh mein Gott, ich lieb's. Moment, wie sieht das? Oh nein, wir haben kein Electric Oh, Organ mehr! wie das von außen aussieht. Ich mag's. Oh Gott, sei mir mal. Wait, warum arbeitest du nicht mehr? So, ich glaube, dein Vogel ist fertig. Oh ja. Yeah. Komm den gleich abholen. Ja, genau. Okay. Und dein Large Dark Egg ist auch gleich fertig. Sehr schön. Bin gespannt, was du da gefunden hast. Ui. Ragnarok. Keine Sorge, es ist ein Weibchen. Warte, ich hol ihn schnell. Das muss ich dir nochmal breeden. Scheiße, ich hab schon wieder nicht nach den Kuchen geschaut. Oh, wir haben noch zwei. Oh nein. Es ist ein Weibchen! Okay, leg sie gleich mal rein. Ist drin.
Nein! No! Es fehlt Mehl. Ich geh mal kurz ins Arbeitslager, weil es da heute noch gar nicht war. Oh, oh. Du bleibst hier. Jormungand, Jormungand. Komm her. Jormungand, vor allem Jormungand, Zeit heißt du. Wir haben Wolli drüben im Arbeitslager. Heißt, wir haben da jemanden, der für uns Wolle produziert. Das ist wichtig. Da sind 120 Wolle liegen da noch drin. Vor allem, ich hab da vor kurzem ausgekleidet. Ja, nee, 120 Wolle lag da in der Kiste noch. Also. Oh Mann. Ja, noch 26 Wolle dabei. Haben die genug Essen hier eigentlich? Ja, die sind. Die haben die Möglichkeit, dass sie selbst von dem, was sie haben, leben. Und das ist schön. Die sind ziemlich eigenständig da drüben, wenn sie ja überall hinbleiben. Die bleiben nur manchmal ein bisschen hängen. Jetzt muss ich hier ein bisschen Weizen. Ich liebe es, wie das von außen aussieht. Oh, ich hoffe, dass niemals Flugzeuge in dieses Game implementiert werden. Nee, weil die ziehen bloß auf 2. Oh, Junge, wir brauchen einen zweiten Tower. Ich meine, ich war schon mal überlegen, ob wir nicht einfach eine. Oh, no! It's not again. Ich habe keine Lust, gerade auf den Raid. Mach den mal ohne mich. Das sind die Feuerleute! Oh nein! Oh nein, hoffentlich sind unsere Holzwände kein Problem. Ring abnehmen. Ich komme zum Arbeitslager. Digga, mein Aim ist gerade absolut Arsch. Ach du Scheiße. Ich öffne mal die Tore, damit die uns helfen können. Ach du Scheiße. Ja, wir haben es, oder? Ne, einer läuft hier rein! Einer läuft einfach rein! Damit sind 4 stuck! Gemacht! Hä? Lass sie nicht hinkommen! Sehr schön, Hams. Es war schon sehr menacing, als ich. Wütendes Level 3 Krebs auf das Tor zugelaufen. Nein! Es war schon sehr, sehr angsteinflößend, als ich die Tür geöffnet habe und direkt dieser große grüne Strahl rausgeschossen kommt. Sind alle wieder drin? Nein, das Surfen ist noch draus. Nee, das ist dein Surfen. Hä? Was? Von wo? Ja, wieder von da hinten, ne? Ja, wo greifen die an, ist die Frage. Ja, ich sehe sie hier schon. Syndicates Elites. Die kommen aufs normale Lager. Oder? Die wirken jetzt aber nicht so Elite. Ja, nicht wirklich.
Seit wann kam mein Hund eigentlich Feuer? Hör auf, dich im Kreis zu drehen, Bro! Was hält der denn aus? Ja. Die sind auf der anderen Seite. Die Gigasphäre dabei gehabt. Nice. Haben die ab? Nee, die stecken hier, glaube ich, am Strand. Da, 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 da. Dres, wo läuft ihr denn hin? Ich will euch doch bloß umbringen. Oh, sie haben dich gewitzt. Was. Ja, sie wollen abhauen. Nicht mit uns. Hier liegt ein Ei, das nehme ich mit. Das sind die letzten beiden. Da kommt einer von hinten. Nein, sie sind gekommen. Eine nicht mehr. Schade, aber ja. Wenn jetzt noch einer kommt, dann was zur Hölle war das gerade? Ja, weil wir halt zwei Lager haben. Die haben halt beide Lager angegriffen. Ja, gut, true. Aber das hatten wir doch auch noch nie. Nee. Oh, das ist, mein Dark Egg ist fertig. Das nehme ich auch mal raus. Nice. Ein Tombat war da drin, ne? Ich hab noch ein Rocky Egg rein. Puh, okay. Es war ein Abenteuer, würde ich sagen. Yes, ich hab den nächsten. Den nächsten was? Ja, den nächsten, wie ich mit Yormit-Zeit, aus Yormit-Zeit bekommen hab. Nice. Scheiße, der Ding wurde eine Lücke gefüllt, aber welche? Ey, wo ist er denn? Ne Refined Metal Chest. Guck ihn dir an. Wer ist es? Warte. Oh, das ist zum Reading Ding da. Warum? Oh mein Gott, der ist cool. Ach stimmt! Das ist schon der nächste! Bin ich da einfach wieder blind? Wo ist denn. Wo ist die Reinforced Iron Chest? Auch schon wieder 14 Minuten. Refined Metal Chest. Oh mein Gott, Level 39. So, wir können noch einen breeden. Mhm. Achso, ja, warte, den habe ich gerade gebreedet. So, schauen wir mal, was wir mit. Was man mit dir aus Vater noch machen. Haben wir Cognito schon? Was für eine Nummer ist da? Stellst du mir Fragen,
Scheiße. Ja. Sieht aus wie ein Pestdoktor. Ich glaube nicht. Ich hab den zumindest nicht. Ah, ich habe ihn schon gesehen. Wie habe ich von denen noch nicht? Dann gehe ich jetzt mal auf eine Reise. Weil ich sowieso auch noch mehr Pell-Oil brauche. Und dann können wir das gleich verbünden. So, was können wir denn noch so machen? Was kann man mit dir als Elternteil machen? Da. Kein Mammorest gefangen, oder? Ich glaube nicht. Also ich zumindest nicht. Okay, Keks hätte das Wumpo. Ich bräuchte das Wumpo. Keks? Das ist John. Jordan hätte das Wumpo, was ich brauche. Oh, von hier sind wir gekommen. Da vorne wohnen wir. Ich bin im Kreis gelaufen, bin wieder da, wo wir herkommen. Zusammenfügen. Okay, wir brauchen ein. Ich brauche ein. Anubis? Ich glaube, kein Anubis kann es sein. Scheiße. Du hattest doch eins, oder? Ja, anscheinend ist Anubis nochmal was anderes zu der. So der Dingkatze da. Okay, dann brauche ich keine Anubis, dann brauche ich ein. So, das sortiere ich die eh schon und finde es ja trotzdem noch nicht, wenn ich sie brauche. Achso, dann brauche ich bloß dich. Und ein Kitsune. Wir
geht mir sowas von im Weg um, Leute. Das ist nicht mehr feierlich. Oh mein Gott, mein Aim ist so rotzig gerade. Warum chillen die denn alle eigentlich vor unserer Haustür? Seid ihr irgendwie alle stuck oder so? Oh. Ich hoffe, dass die nicht stuck sind durch die Treppe, die wir gebaut haben.